Und willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls. Die Morrowind! Ja, frisch aus Kogoron entkommen, mit dem super Schild dabei, was wir zurückbringen sollen, und den anderen Dingen. Das hier zum Beispiel und die Korpus drehen. Und ich habe jetzt auch mal endlich den Rüstungsmod installiert, dass das so ein bisschen besser aussieht. Man sieht es jetzt, glaube ich, nicht ganz so sehr an dem, obwohl doch ein bisschen sieht man es, glaube ich, auch an dem Schild in der Ego-Perspektive. Das sieht jetzt ein Stückel besser aus. Naja, nicht großartig, aber ein bisschen. Und ich, oh Mann, ich habe schon wieder die Balkontür offen. Gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Meine Güte. Ich vergesse es immer wieder, immer wieder. Okay. Ein etwas längerer Weg erwartet uns zurück ins Urschild-Akku-Dingensbummens-Lager. Und hi. Stirb, Mr. Klippenläufer. Warte mal, wo sind wir? Okay, gehen wir mal hier lang. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas auf dem Weg, womit wir uns noch ein bisschen die Zeit hier vertreiben können. Zum Beispiel ihn. Da oben. Okay, es ist, glaube ich, nur ein Aschzombie. Um den müssen wir uns nicht unbedingt kümmern. Hallo, Gubba. Deck. Greift natürlich gleich an. Okay, ist auch ein wilder Gubba. Wild, wild, wild. Und achso, ich habe den Mod für die dätrische Rüstung auch gleich installiert. Weil das ja sozusagen das nächste ist, was wir hier bekommen. Was ist das? Waren wir dort schon drin? Warte mal, wenn daneben diese detrische Ruine ist, dann waren wir da schon. Ich gehe mal hier hoch. Da greift uns wieder irgendwas an. Hoppel, hoppel, Höllenhund. Ne, mal kurz gucken. Das scheint keiner in der Nähe zu sein, also waren wir hier, glaube ich, noch nicht. Ich guck mal hier rein. Fallable Propylonkammer. Doch, 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 Propylonkammer, klar. Hier waren wir schon. Mizunakis. Mizunakis kann uns ausbilden in total dollen Dingen, Athletik. Funktioniert sogar. Ja. Okay, wie viel Knete haben wir? Wir haben ja eigentlich genug. Der kann uns das schon ganz gut beibringen. Müssen wir uns merken. So, Stufe aufgestiegen. Wenn ich jetzt in seinem Bett... Darf ich sogar tun. Zack. 20. Dann machen wir Schnelligkeit, Constitution und... Und ja, komm, Geschicklichkeit. Oh. Schütze. Herzlichen Glückwunsch. Brauchen wir total. Was, Master? Master, wo die liegt? Doch, waren wir hier schon? Ich weiß es echt nicht. Ich guck mal gerade hier. Fallas Marion. Ich bin... Nee, wir waren hier noch nicht. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Wenn da noch Gegner sind, waren wir hier noch nicht. Oh. Was haben wir denn da? Zack, zack, zack. Brauchen wir nicht. Jemand in einer tollen Vulkanglasrüstung. Das ist natürlich alles schön und gut.
Ich hätte gerne die Dietrische Rüstung. Ach, hi. Genug gebetet hier. Der Tod kommt und holt dich. Pam. 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 Pam, pam, pam. Stirb. 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 Und man hört... man hört das, glaube ich, im Hintergrund, die Waschmaschine läuft. Yay. Ich dachte eigentlich, man hört es nicht so sehr, aber irgendwie... Ich sehe es gerade in Audacity hier links auf dem anderen Bildschirm. Das hört man. Gut, die liegt auch genau gegenüber, aber naja, ich kann es jetzt nicht ändern. Sehr professionell mal wieder. Wahrscheinlich liegt es genau daran, dass so wenige hier bei Morrowind zugucken. Es liegt an der Waschmaschine. Das sollte jetzt kein Vorwurf sein. Nein, nein. Ich danke jedem, der hier zuschaut. Auch wenn es nur zwei sind. Ich freue mich über jeden. 20 wäre natürlich schöner. Aber was will man machen, ne? Ist halt nicht jedermanns Sache hier. Das ist einfach so. Und wir machen ja hier auch nicht... Oh, oh. Wir machen ja hier auch... Oh, Alter, ey, das... Was ist denn hier los? Hey. 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 Oh, oh. Und, was wollte ich sagen? Wir machen ja hier auch... Let's Plays, die halt eben auch... in gewisser Weise... ja... nicht... jeder macht... Und das ist halt einfach so und da bin ich auch stolz drauf, man muss ja nicht immer das tun, was andere tun. Oder? Nee, muss man nicht. Will man auch nicht. Ah, überall das Korpusfleisch, ekelhaft. Was haben wir denn da? Draken und einen Silberspeer. Hat der uns jetzt wieder mit irgendwas? Nee, hat er nicht. Ich dachte schon, er hätte uns wieder mit irgendwas... verzaubert. Speer hat sich verbessert. Na, herzlichen Glückwunsch. Was ist das? Heidekraut? Dinge, die man nicht braucht. So, kann ich hier rasten? Ja. 20 Stunden, meine Herren. Nee, wie gesagt, wir machen ja hier ein bisschen Underground. Weil wer will schon ständig... Call of Duty, Battlefield, braucht doch keiner. Gibt's schon 10.000-fach. Nein, es gibt Leute, die machen das gut, keine Frage. Aber das ist dann irgendwie ja wie bei Minecraft. Minecraft hat auch jeder gemacht und das ist einfach nur... Das will doch keiner mehr sehen. Oder? Also ich zumindest nicht. Mich hat's von vornherein nicht interessiert. Das ist einfach so. Oh toll, jetzt fängt der Nachbar auch noch an zu bohren. Das wird die weltbeste Folge aller Zeiten hier. Mit Waschmaschinengeräuschen und... Bohrgeräuschen. Alles in einem. Ich dachte eigentlich, der Typ wäre... ausgezogen. Oder von seiner Bohrmaschine erschlagen worden. Da haben wir auch nichts. Ja, so tolle Sachen gibt es ja hier nicht. Außer, dass es verwirrend ist und verwinkelt und groß. Gibt es hier ja nicht so wirklich... viele Sachen. Hier daneben, daneben. Aber die anderen sind gefährlich. Ei, ei. Gut, die eigentlich auch so ein bisschen, aber noch nicht so gefährlich wie diese großen Wackeltypen. So, machen wir mal eine Stunde, das schickt, um die Ausdauer voll zu bekommen. Hallo? Leere Räume. Hallo? Hör mal auf zu bohren jetzt! So. Zack, 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 stirb. Irgendwas Tolles? Nein, da ist noch eine Truhe mit wahrscheinlich total tollen Dingen drin.
Ausdauer ist eigentlich gar nicht schlecht. Die kann man immer gebrauchen. Guten Tag. Hier ist ordentlich was los, ne? Ist mal da, nix. Und jetzt müssten wir gleich, glaube ich, wieder an das Ende kommen. Untere Ebene, jawohl. Aber es gab ja noch eine andere Treppe nach oben, ne? Irgendwo. Och. Da waren wir, da war nix. Ich glaube, die kamen hier gleich. Da waren wir auch. Wo bist du, liebe Treppe? Wo bist du? Genau hier, ne? Ja, da. Da waren wir auch. Okay, gehen wir mal hoch. Ganz langsam können wir noch ein bisschen Ausdauer regenerieren, aber ich glaube, das führt nur... Oh. Führt, glaube ich, nur aufs Dach hier, ne? Ja. Und hier gibt es... Hier gibt es nichts. Außer einem mit Sand zugeschütteten Swimmingpool auf dem Dach. Oh Mann, ey. Wie kann man denn so bohren, bitte? Erst langsam, dann ganz schnell. Naja. So, jetzt will ich wieder hier runter. Ich kriege hier gleich einen Hirnschlag. So. Hier war doch irgendwo dann jetzt auch nochmal eine Tür. Oder eine Wand. Tür? Huch. Tür nach unten, genau, in die Abwasserkanäle. Machen wir hier nochmal kurz ein Stündchen. Verlass Marion. Was? Das soll eine versteckte Botschaft sein. Verlass Marion. Also, wenn du eine Marion kennst, verlasse sie bitte sofort. Es führt kein Weg dran vorbei. Morrowind verlangt es so. Du musst sie verlassen. Bam, bam, bam. Gut, er hat uns nicht verzaubert. Oh, hi. Da hinten kommt der Werte. Aschensklave noch. Nein, Aschenzombie. Der will uns auch nochmal erinnern, dass wir Marion verlassen sollen. Ach, cool. Sowas hatten wir aber vorher noch nicht, oder? Ach, natürlich. Noch nicht mal hier unten lassen sie uns in Ruhe. Ist hier oben Luft? Nee. Sieht nur so aus. Als ob da kleine Luftbläschen wären, sind sie aber nicht. Wie viel fehlt jetzt eigentlich noch? Ach so, 6 nur noch. Der schießt gleich von da drüben. Mein Gott, hier ist richtig was los, ey. Und es wäre so schön, wenn wir Blocken auch nochmal ein bisschen höher kriegen würden. Das wäre auch von Vorteil. Und vielleicht sollten wir auch nochmal gerade... Wenn ich das so sehe, mal komplett Reparatur machen. Und mal ein Quicksave. Warte mal, da eine Kiste. Okay. Eine Ratte mit epischer Musik. Und da hinten liegt nur noch ein Skelett rum, okay. Dafür war jetzt der ganze Aufwand. Für ein verstaubtes Skelett mit... Ja. Schön. Das hat sich wieder mal gelohnt.
Aber wir haben hier unten noch nicht alles gesehen. Und ich wollte doch eigentlich nur die Aufgabe beenden mit dem Schild und unsere nächste Prophezeiung holen, aber irgendwie ist das dann immer so, man hampelt ja dann auch hier so zwischenzeitlich mal irgendwo anders darum und man kann dann echt nicht aufhören, sich hier auch mal andere Dinge anzugucken. Wartet er schon auf uns? Au! Au! Okay, aber er zaubert wenigstens nicht. Er prügelt nur. Da habe ich gleich wieder ein Kloß im Hals. Es wird immer schöner. Ach, hier waren wir schon. Jetzt, da drüben ist nichts. Hier, wenn ich jetzt noch hier... Da sind wir runtergetaucht. Hä? Hey, was? Huch. Nee, wir sind hier runter. Ja, hier sind wir runtergetaucht. Da geht's nicht hoch. Okay. Das bringt also wahnsinnig viel hier. Hui, sage und schreibe nix. Okay, dann wieder hoch. Hier können wir nochmal rasten. Machen wir jetzt mal bis komplett geheilt. Zack. Und dann wären wir hier auch durch. Und dann können wir Marion verlassen. Verlass mal Marion. Wo auch immer, ist jetzt hier noch... Wo geht's hier raus? Hier vorne? Oder? Ja. Ein Peststurm. Der soll uns nicht aufhalten. Wir gehen jetzt noch zurück zum Oshilaku-Lager. Hui! 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 Hi! Grüß dich! Mein lieber Alit. Natürlich. Was auch sonst. Okay, da sieht man natürlich hier recht wenig jetzt bei diesem blöden Sturm. Aber das soll kein Hindernis für uns sein. Wir finden den Weg schon. Außerdem haben wir eine tolle Karte. Und wir sind auch schon mittlerweile ganz schön fix unterwegs, ne? Weil wir haben ja jetzt die Athletik nochmal ein paar Punkte erhöht. Und dann läuft der doch echt schon ganz schön... ganz schön schnell, der gute Mann. Aber wie gesagt, das ist auch wichtig, so dass man nicht hier echt 10 Stunden lang irgendwo rumirrt. Da ist so eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit doch schon mal ganz nett. Die Musik, ey, hier ist doch irgendjemand hinter uns. Und da sind wir schon. Mensch, das ging schnell. Und dann zu... Gibt es etwas? Ja, auf jeden Fall. Ich will zu... ihm. Zum Ashkan. Zul'Matul. Genau, hier. Ich bin beeindruckt. Ihr habt mir diese 3 Zeichen gebracht. Ihr könnt sie behalten. Ihr habt die Prüfung des Kriegers bestanden und ich will euch das Geheimnis für die 3. Prüfung geben. In dunklen Höhlen Azuras Auge sieht und Mond und Stern erstrahlen lässt. Das ist die 3. Vision. Ihr müsst nun in die Höhle des Fleischgewordenen gehen, einem heiligen Ort der Azura, und dort und nach dem Mond und den Sternen suchen. Das Geheimnis der Höhle des Fleischgewordenen ist in ein Rätsel gekleidet, mein Gott. Die Felsnadel liegt innerhalb der Zähne des Windes. Die Haut der Perle umgibt den Höhleneingang. Der Traum ist das Tor und der Stern ist der Schlüssel. Dieses Rätsel ist die Prüfung der Weisheit. Schöpft Ratschlag aus der Weisheit der Stämme. Und ihr werdet den Weg finden. Sucht nach der Höhle des Fleischgewordenen. Der Mond und Stern
soll durch euch gefunden und zu Nibani gebracht werden. Nehmt meinen Segen und den Segen unseres Stammes, Bilipu Atamans Gürtel mit euch. Aha. Joch. Schön. Und wo finde ich das Ding jetzt? Und was hat er uns für einen Gürtel gegeben? Okay. So, und das ganze Gedöns haben wir jetzt behalten. Das können wir verkaufen. Ich frage mal die weise Frau, vielleicht weiß die es ja. Mal hören. Genau, bitte. Dritte Prüfung. Aha. Ich kann euch nicht sagen, wie oder wo ihr diesen Ort findet, aber er hat euch geraten, die Weisheit der Stämme zu nutzen. Ich bin bereit, meine Weisheit mit euch zu teilen. Vielleicht kann ich euch mit diesen Zeilen aus dem Rätsel helfen. Der Stern ist der Schlüssel und der Traum ist das Tor. What? Ah, der Stern ist Azura. Azuras Stern erscheint nur in der magischen Stunde zwischen Tag und Nacht, im Morgengrauen und im Zwielicht. Aha. Ihr sagt, der Stern ist der Schlüssel. Azuras Stern. Dann... Was? Dann... Das ist die Tür... Was? Dann, dass die Tür nur zur Abend- und Morgendämmerung zu sehen sei. Und dass der Stern der Schlüssel sei, der sie öffnet. Ja, das sage ich, aber was... Joch. Nur wo? Schön. Aha, aha, aha. Die Felsnadel liegt innerhalb der Zähne des Windes. Die Haut der Perle umgibt... Die Felsnadel... Was? Oh Gott, Leute. Das könnte wirklich wahrhaft spaßig werden. Dritte Prüfung, kannst du mir was dazu sagen? Die Haut der Perle? Ihr tragt Malipu Atamans Gürtel, das ist wichtig. Einen Moment, ihr erwähnt die Nadel im Tal des Windes. Ich erinnere mich, an der Spitze ist nicht weiß, doch viel heller als die anderen Felsen in der Nähe. Der Eingang zum Tal des Windes ist gleich unter der Nadel. Es ist ein guter, sicherer Lageplatz, windgeschützt. Mit nur einem Zugang. Der weißliche Fels an der Spitze der Nadel. Das könnte die Perle sein, nach der ihr sucht. Tal des Windes. Ja, rote Nadel, zwei Täler. Kein Bahn. Aha, aha, aha. Ayrans Zähne. Ist das bitte jetzt eingezeichnet? Natürlich nicht. Zergonipal. Was? Okay, nordöstliche... Ah, gleich nach der... Gleich hinter der detischen Ruine Zergonipal nach Süden, okay. Dann müssen wir dort eben hin und dann nach Süden. Gut, gut.
Das sollte möglich... Uch! Oh, was mache ich denn? Das sollte möglich sein. Dann dürfen wir in der nächsten Folge eine kleine Wanderrunde machen. Denn das dauert wahrscheinlich etwas, bis wir da drüben sind. Ja, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.